Viel Spannung beim heutigen Tom-Turbo-Abenteuer wünscht euch Knabbernossi. Hallo, herzlich willkommen in Tom Turbos Detektivclub. Das ist der heutige Fall. Wir müssen den Hund kriegen. Der Millionenhund. Ich glaube, da jagt jemand den Hund. Hoffentlich haben Sie den Hund. Was? Bussi? Ich wette, die halbe Gaunerwelt ist hinter dem Hund her. Und das ist der heutige Detektivtipp. Die Glöckchenalarmanlage. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und heute im Geheimarchiv? Welcher Gauner versteckt sich hinter all diesen Verkleidungen? Auf ins Abenteuer! Löst den heutigen Fall und knackt das streng geheime Codewort. Au! Aua! Halt! Zuerst Applaus für mich. Nein, nicht so schnell. Ich kenne euch. Ihr futtert alles sofort weg. Klar, dafür ist das Picknick doch da. Ist sehr süß. Aber wo kommt er her? Hunde dürfen nicht allein im Wald herumlaufen. Na, wo hast du deine Frauchen gelassen? Oder dein Herrchen? Ein Gewitter! Hört ihr den Sturm? Hier weht kein Wind. Aua! 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 Mein Kopf! Was ist das? Wir müssen den Hund kriegen. Was ist da los? Ich glaube, da jagt jemand den Hund. Blitzen? Wir bringen ihn ins Ferienlager. Aber das Picknick! Hat ihr noch mehr Hunger als ich? Hallo, bin im Turbo-Schnellgang gekommen. Tom, das ist der. Das ist also der bellende Flohbus. Hey, wie nennst du ihn? Wollen Flöhe verreisen, nehmen sie einen Hund als Bus. Daher ist er ein Flohbus. Du hast wohl den Scherzgang eingelegt, Tom. Klar, Olivia. Aber wem gehört der Hund und wieso ist er gejagt worden? Diese Blitze und die schwarzen Wolken im Wald, die waren schon sehr komisch. Es sind sogar Bäume umgestürzt. Das sehe ich mir sofort an. Aber zuerst ist der Hund dran. Funke Fotos an meinen Boss. Ich selbst fahre in den Wald. Wir kommen mit. Bleibt besser hier bei dem Flohspielplatz. Eine höchst rätselhafte Sache mit diesem Hund. Hey, der sieht doch genauso aus. Border Collie heißt diese Rasse. Aber wem gehört dieser Hund? An ihm geht mir etwas ab, das uns jetzt sehr helfen könnte, herauszufinden, wer sein Besitzer ist. Detektive, wo sollte dieser Hund etwas haben, das uns nützlich sein könnte?
zum wahnsinnig werden. Warum ist dieses Ding immer dort, wo es am wenigsten gebraucht wird? Hier in der Nähe haben meine Detektivfreunde den Hund gefunden. Ob er auch den Millionenhund sucht, dann könnte er uns vielleicht noch hilfreich sein. Ich muss abnehmen. Der Winterspeck muss weg. Diese Diät wird mir dabei helfen. Na wunderbar, die dämlichsten Söhne der Welt. Hoffentlich haben sie den Hund. Was? Aua, Autsch. Habt ihr eurer Mama sonst nichts zu sagen? Hallo? Bussi? Da war einer, der hat Bäume umgeworfen. Und einfach auf uns drauf. Ich hab's sogar noch auf den Kopf bekommen. So. Ich wette, die halbe Gaunerwelt ist hinter dem Hund her. Äffchen, Klotz. Ja, Mama? Reißt euch zusammen. Ihr müsst den Hund finden. Es geht um Millionen und noch mehr Millionen. Was muss dieses widerliche Hundevieh auch ausgerechnet in diesen entsetzlichen Wald rennen? Muss ich ihn besser ausrüsten, Schwesterchen. So wie ich. Unmöglich. Da würde ich ja aussehen wie du. Mir ist mein Aussehen ausnahmsweise egal. Mhm. Hauptsache, ich krieg den Hund und das Geld. Weil Geld können wir leider nicht hexen. Wenn du den Hund findest, dann teilen wir natürlich. Hm? Ich verstehe. Und wir teilen natürlich nicht, wenn du ihn findest. Natürlich. Vergiss es. Der Köter ist sowieso verschwunden. Für mich kein Problem, ihn zu finden. Oh, oh, Gott sei Dank bist du so stark, Klot. Finde ich auch. Oh, das war zu früh. Oh. Entschuldigung. Miss Hiss und Mr. Moose, die Diener von Fürst Finster. Wo versteckt sich bloß der Hund von unserem Meister? Wer ihn findet, steckt tief im Misthaufen. Wo? Na, das sagt man bloß so. Aha. Ja, weil er dann das größte Unglück hat. Also man könnte ihn so leicht von seinem Fluch befreien. Man müsste ihn nur in das Schloss von Fürst Finster bringen. Und aber nur dort wäre das möglich. Interessant. Mm-mm, Tom, das klingt nach einer Falle für dich und den Hund. Fahr besser zurück ins Ferienlager. Es sieht so aus, als ob der Drahtesel unseren Plan gefressen hätte. Der ist sicher schon am Weg und holt den Hund. Also zurück ins Schloss. Ha? Da brauchen wir nur noch auf ihn zu warten. Bitte, Tante Marlene, dürfen wir den Hund behalten? Na gut, aber nur so lange, bis sein Herrchen oder Frauchen gefunden ist. Ich werde dann die Polizei verständigen, dass ihr ihn gefunden habt. Das ist toll, Tante Marlene. So wie dein Ferienlager. Das ist obertoll. Danke, Estelle. Holst du mir bitte etwas Petersilie aus dem Gemüsebeet? Bin gleich zurück. Oje, von der Bank. Ist Ihr Antrag abgelehnt? Ich bekomme das Geld für die Renovierung meines Hauses nicht. Dann muss ich das Ferienlager schließen. Wie bringe ich das nur den Kindern bei? Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte Sie gerade anrufen. Nicht mehr nötig. Wir haben diesen Hund schon überall gesucht. Er gehört einer reizenden alten Dame und sie weint sich die Augen aus. Na, dann bringen Sie ihn doch zu ihr zurück. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Moment. Woher wusste die Polizistin, dass der Hund hier ist?
Sie muss doch noch hier irgendwo sein. Sie kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Hier. Danke. Ist was, Tante Marlene? Bin zurück. Muss den Hund bewachen. Alles in Ordnung, Estelle. Danke. Aber Tom, kommst du bitte kurz zu mir? Das ist mein Unglückstag. Zuerst dieser schreckliche Bankdirektor, der ablehnt, mir Geld zu leihen. Ich muss das Ferienlager schließen. Und jetzt auch noch der Hund. Ich traue es mich gar nicht, Estelle zu sagen. Aber Tom, ich fürchte, ich bin auf einen Trick hereingefallen. Wir müssen sofort herausfinden, wer der Polizistin gespielt hat. Tom, zeig Tante Marlene diese Bilder. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht die da. Oder doch die? Oder die? Detektive, wer war die falsche Polizistin? Zu wem führt eine heiße Spur? Schreibt euch den Buchstaben auf, den ihr bei dieser Gaunerin seht. Turbo, du musst den Hund finden. Es darf ihm nichts geschehen. Estelle würde mir das nie verzeihen. Ich hätte nicht so leichtgläubig sein dürfen. Habe eine heiße Spur und werde sie sofort verfolgen. Flugtrick, los! Wo kann sich dieses Mistchen rumtreiben? Und wo ist Dorothee schon wieder hin? Tom Turbo? Das ist sicher kein Zufall. Aber vielleicht ein Glücksfall für mich. Zaubergeister, tragt mich heiter von hier fort und immer weiter. Tragt mich, weil ich das so will. Heimlich zu Tom Turbos Zimmer. Noch immer kein Hinweis darauf, wem dieser Hund gehört. Mehrere Gauner sind hinter diesem Hund her. Das bedeutet, alle kennen sein Geheimnis. Und das kann nur heißen, der Hund ist in Gefahr. Wir müssen ihn retten und in Sicherheit bringen. Also besser, du rückst aus der Stelle heraus, wie ich an die Millionen komme. Oder ich mache mir aus dir einen Pelzmantel, verstanden? Ich hexe dir ganz einfach eine Stimme. Dann kannst du mir alles verraten. Und wenn ich es dann weiß, dann lasse ich dich für immer verschwinden, damit du es niemand anderen verraten kannst. Hier haben wir auch schon etwas. Du siehst mich und ich sehe dich. Und weil es die Hexe sagt, so sprich. Hier stinkt's. Aber doch nicht so den Quatsch. Ich will wissen, wie ich an die Kohle komme. Den Zaster, die Knete, den Kies, die Millionen. Ach, deine Stimme macht mir Zahnschmerzen. Du, ich warne dich. Ja. Ich kann dich auch in eine Blattwanze verhexen und zertreten. Dann erfährst du es nie, du Osterei! Treffe in Kürze beim Hexenhaus ein. Er ist unterwegs zu Dorothee und mir. Das heißt, Dorothee hat den Hund. Aber du kriegst ihn nie, Tom Turbo. Feuer, Feuer, Feuer! Notlandung! Bye-bye, brav Esel. Tom, Tom, bitte melden! Notlandung. Ich muss Tom sofort helfen. Notfallprogramm, wo ist es? Hier. So. Oh, da gibt's mehrere. Detektive, mit welchem Notfallprogramm kann ich Tom am besten helfen? Spuck es endlich aus, du Köter! Das Geheimnis, das Versteck! Ich will wissen, wie ich an die Millionen komme! So, so.
Mein Schwesterchen will das Geld wohl für sich alleine haben. Das könnte dir so passen, Dorothee. Ich hab den Hund. Ich. Aber ich bin die Erstgeborene und du nur die kleine, untalentierte Schwester. Dafür bin ich die Klügere und die Schönere. Das nimmst du sofort zurück, du Vogelscheuche! Vogelscheuche ist gut. Ich werde euch mein Geheimnis niemals verraten. Der kann sprechen? Hex das sofort zurück, bevor den anderen noch was verrät. Du bist vielleicht nicht dumm, dafür wieder stumm, zu jeder Stund, du Hund. Da brennt doch was. Ja, tut es. Dorothee, der ist längst über alle Berge. Die Millionen können wir jetzt auch vergessen. Das zahlst du mir nicht. Jetzt noch den Turbokraftstrahl. Hier. So. Danke. Boss. Bin wieder voll einsatzbereit. Deine Flügel, Tom, die repariere ich dann noch später. Boss. Sehen Sie, wer hier ist? Der Hund. Hey, Tom, bring ihn sofort her zu mir ins Detektivbüro. Hallo, Hund. Leg den Nachlaufgang ein. Oh, komm mit. Put. Er will nicht, Boss. Hund, hab leckeren Treibstoff für dich. Komm mit, Hund. Boss, der Hund hat den Bremsgang eingelegt. Tom, er kennt dich nicht. Aber wenn du seinen Namen wüsstest, dann würde er dir vielleicht folgen. Boss, habe etwas gespeichert, das nützlich sein kann. Ich sage jetzt einen Namen nach dem anderen. Tom, ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber einen Versuch ist es wert. Aaron. Abel. Wenn der Hund tatsächlich auf einen der Namen hört, dann wäre das natürlich großartig. Aber bitte, was ist das Geheimnis dieses Hundes? Wo finde ich das nur heraus? Vielleicht auf einer dieser Gauner-Homepages. Oh, ich habe eine Idee. Ich kenne da ein Passwort. Das nenne ich Volltreffer. Die Gauner-Nachrichten. Der Millionenhund. Noch immer keine Spur von diesem Hund. Wer ihn sich krallen kann und seinen Besitzer zurückbringt, der kann Millionen abstauben. Das Bellen des Hundes ist nämlich der Schlüssel zu diesem Tresor. Echte Gauner schnappen sich den Köter, kassieren den Finderlohn und lassen auch noch alles aus dem Tresor mitgehen. Aber noch niemand ist es gelungen, den Hund zu finden. Na, was ist los, liebe Kollegen? Schnarcht ihr alle? Noch einen recht schlechten Abend zu wünschen. Schnarcht ihr ab? Schnarcht ihr alle? Wir doch nicht sowas. Schnarcht ihr alle? Hört sofort auf zu schnarchen! Mama, wir suchen den Hund ja eh. Und außerdem wissen wir was. Das wäre ganz was Neues. Tom Turbo hat den Hund. Dann Spieß dreht halt den Spieß. Dann dreht halt den Spieß um. Anstatt dass er euch. Sagt ja diesmal ihr ihn. Ja, das machen wir. Zara, Cecilie, Zelda, Zina, Zoe. Und Tom, hast du den Namen des Hundes herausgefunden? Es gibt ein paar Namen, die verdächtig sind. Ich
hätte ja nie gedacht, dass das funktioniert. Nenn den Namen noch einmal laut. Marcello. Daisy. Pablo. Ladislaus. Für mich ist der Fall klar. Detektive, bei welchem Namen hat der Hund reagiert? Hört er auf den Namen Marcello, Daisy, Pablo oder Ladislaus? Es klappt, Boss. Sie haben recht. Das ist sein Name. Ich bringe ihn zurück ins Ferienlager. Wir hassen die Sonne, wir hassen das Licht, was hell ist und bunt. Das mögen wir nicht. Es war seine Idee, einfach ins Schloss zurückzukommen, mein edler Fürst. Gar nicht wahr. Sie hat es so gewollt, damit dieser Fahrraddings da mit dem Hund herkommt. Und? Wo ist er? Nicht da. Was sind Sie nur für elende Versager? Verzeihung, aber... Was glaubt sie sich? Verzeihung, es ist nur... Schluss! Spiegel der finsteren Pläne. Zeige mir den Millionenhund. Ja, dieses Ferienlager. Mit diesen Kindern. Ich gebe Ihnen noch eine Stunde, den Hund endlich zu fangen. Habe ich den Millionenhund dann nicht, dann brauchen Sie nie wieder in mein Schloss der Finsternis zurückzukehren. Er ist wirklich lieb. Ja. Was tun wir jetzt mit ihm, Tom? Mein Boss findet gerade heraus, wohin ich ihn bringen muss. Ich hab's. Der Hund kommt aus dem Land, in dem der schiefe Turm von Pisa steht. Detektive, welches Land ist das? Ist das Frankreich, Griechenland oder Italien? Ich weiß jetzt noch mehr. Der Hund heißt tatsächlich Pablo, ist seinem Frauchen im Urlaub entlaufen. Und weißt du warum? Weil er gejagt wurde. Bestimmt von Gaunern. Aber der schlaue Hund ist ihnen entkommen. Und bei uns sicher. Da ist der Hund. Ja, hast du das Netz? Mit dem Netz fangen wir den Hund. Kapiert? Ich bin ja nicht dumm. Weg. Ja. Und das Fahrrad auch. Ja. Muss. Ja. Diese Aufgabe übernehmen Sie. Aber wie soll ich das anstellen? Ich hole eine Wasserschüssel für Pablo. Ja. Ja. Los. Estelle hat geschrien. Werde nachsehen. Hier die Leine. Halt ihn gut fest. Lassen Sie sofort Estelle los. Hey. Ins Schloss mit ihr, Moos. Stehen bleiben. Estelle, keine Angst. Wir helfen dir. Ich rufe jetzt die Polizei an. Das glaube ich nicht. Wer sind Sie schon wieder? Endlich. Der Hund und die Millionen. Die hat den Hund? Da müssen wir halt eben der den Hund wegnehmen. Ja, mach was! Aus dem Weg! Der Hund gehört uns. Ja.
Turbo-Juck-Pulverkanone. Los! Ah, das tut ja wirklich fies, Tom. Trotzdem danke, dass du mich gerettet hast. Pablo! Ich sag's nicht nochmal. Aus dem Weg oder ich pustel dich weg wie ein Grashalm. Ich bin Meister im Pfannenwerfen. Es reicht. Finde ich auch. Pablo! Es ist mein Millionenhund. Koko! Koko! Wir hassen die Sonne, wir hassen das Licht. Was hell ist und bunt, das mögen wir nicht. So habe ich es am liebsten. Wenn sich die Gauner selbst K.O. setzen. Schade, dass Pablo nicht mehr da ist. Er hat sich aber sehr gefreut, dann traue ich ihn wiederzusehen. Und Kinder, ihr habt eine riesige Belohnung bekommen. So viel Geld. Das bekommst du, Tante Marlene. Damit du alles im Haus herrichten lassen kannst und den Ferienlager nicht schließen musst. Das ist die Rettung. Danke. Tom, das freut mich ganz besonders. Wir haben den Fall gelöst. Und das Ferienlager ist gerettet. Detektive, bleibt auf der Spur. Wie ihr mitspielen könnt, das erfahrt ihr gleich. Doch nun zum heutigen streng geheimen Detektiv-Tipp. Geschafft. Mir reicht's. Was Selina braucht, ist eine Glöckchenalarmanlage. Genau. Solche Glöckchen sind dafür bestens geeignet. Bastelt euch aus Karton so einen Haken und klebt ihn über die Tür. Achtung, top wichtig. Der Faden für das Glöckchen darf nicht zu lang sein, sonst wird es eingeklemmt. Mit dieser Fadenlänge passt es. Bestens. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ihr erfahrt jetzt gleich, wie ihr mitspielen könnt. Und dann kommt der Steckbrief dieses Gauners. Hey, Moment, sind Sie nicht... Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind Sie richtig, ergeben Sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170. Oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Aus allen richtigen Lösungen werden 10 Detektive der Woche ermittelt. Zu gewinnen gibt es den Tom Turbo Detektivausweis, das Tom Turbo Jubiläumsbuch und als Hauptpreis eine turbotolle Lupe. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort, findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360. Welcher Gauner versteckt sich hinter all diesen Verkleidungen? Einmal ist mir Folgendes passiert. Ich wollte gerade einkaufen gehen, da taucht dieser Old Sam auf. Old Sam, gut, dass ich Sie treffe. Ich weiß nämlich schon mehr über die Pfeile. Echt? Was? Raus damit! Okay. Irgendwie erinnern Sie mich an jemanden, den ich kenne. Was ist mit der Pfeile? Hey, Moment. Sind Sie nicht... Und wer trägt da ein Vogelnest auf dem Kopf? Und wer ist dieser Eisverkäufer? Wenn ihr Freunde seid, dürft ihr natürlich gerne die Schrauben sehen. Also kommt mit.
Ihr habt einen Verdacht? Das Frettchen. Genau. Die besonderen Kennzeichen des Frettchens sind eine Lederkappe, Sonnenbrille und vor allem ein Zahnstocher zwischen den Lippen. Frettchen, wie auch immer du dich verkleidest, wir kommen dir auf die Spur. Elsa und zum Turbo, Elsa und zum Turbo. Diese Sendung widmete euch Knabbernossi.